Wir nutzen die reaktiven Zerstäubungsverfahren, um partikelbasiert neue Materialien zu finden. Und unsere Aufgabe ist immer, die Eigenschaften dieser Partikel so hinzubekommen, dass sie eben in der letztendlichen Anwendung genau das tun, was man von ihnen erwartet. Und das ist für Partikel eine ganze Menge. In der Flammsprühpyrolyse können wir aufgrund der hohen Temperatur der Flamme, die wir als Reaktor nutzen, nanoskalige Materialien herstellen. Da gibt es also Überschallströmungen, es gibt mehrere Phasen, fest, flüssig und gasförmig. Es ist turbulent, alles passiert in Millisekunden und das ist das, was uns fasziniert, das wirklich zu verstehen, da reinzuschauen und natürlich auch im Modell, in der Simulation abzubilden, um solche Prozesse zu skalieren oder genau zu wissen, wie man es für andere Materialien anpassen kann. Dadurch, dass wir so viel verschiedene Nanopartikel herstellen können, können wir auch ganz gezielt untersuchen, welche Auswirkungen sie auf biologische Umgebung hat und auf biologische Systeme und sind jetzt gerade dabei, dieses Wissen auf die Krebsforschung zu übertragen. Wissenschaftliche Innovation, meine Damen und Herren, das heißt ja in der Forschung selbst, in der Wissenschaftspolitik, in industriellen Anwendungen jeweils nicht wirklich völlig dasselbe. Aber eins haben alle diese Innovationsbegriffe gemeinsam. Wissenschaftliche Innovationen sind Abweichungen vom Alten, Abweichungen vom Bekannten des wissenschaftlichen Wissens. Abweichungen, die sich gerade dadurch auszeichnen, dass sie dem Bekannten, also dem Erwarteten oder für erwartbar gehaltenen zuwiderlaufen. Innovationen sind Erwartungsdurchbrechungen. Und deswegen ist für sie ein Moment des Überraschenden, des Unvorhersehbaren konstitutiv. In diesem Sinne, innovativ sind auch die Arbeiten von Herrn Mädler, dessen Forschungen von solchen gänzlich unerwarteten und damit zugleich auch überraschenden Entdeckungen immer wieder getragen wurden, wie er selber mehrfach berichtet hat. Gewürdigt werden Sie heute, Herr Mädler, vor allem für Ihre bedeutenden wissenschaftlichen Leistungen bei der Entwicklung einer neuen Technik der Flammensprühpyrolyse zur Synthese von Nanopartikeln, die den Weg bahnten zur Nutzbarmachung dieser Flammensprühpyrolyse in der industriellen Anwendung. Davon haben Sie in Wort und Bild gerade einen Eindruck bekommen. Ganz neue Perspektiven, auch das ist kurz angeklungen, hat Herr Mädler, aber auch mit seinen Arbeiten zu den Wechselwirkungen zwischen Nanopartikeln und biologischem Gewebe geschaffen, die wichtige Erkenntnisse über Partikeleigenschaften und ihre toxischen Wirkungen in biologischem Gewebe eröffnet haben. So hat er sich weltweit zu einem der einflussreichsten Wissenschaftler auf dem Gebiet der Verfahrenstechnik entwickelt, der in seinen Forschungen unterschiedliche Ansätze, Arbeitsgebiete in kreativer und origineller Weise aufeinander zu beziehen weiß. Gebürtig aus Zwickau hat Herr Mädler zunächst technische Physik an der TH Zwickau und anschließend Verfahrenstechnik an der Bergakademie Freiberg studiert, wo er 1999 auch promoviert worden ist. Anschließend hat er für seine Habilitation an die ETH Zürich gewechselt und ist dann für einen dreijährigen Forschungsaufenthalt an die UCLA in Los Angeles gegangen, bevor er 2008 nach Bremen berufen worden ist. Für seine Arbeiten hat Herr Mädler eine Reihe an renommierten Preisen und Auszeichnungen erhalten, beispielsweise den BASF Award in Process Engineering, den renommierten Smocholowski-Preis der Internationalen Aerosol Society, aber wahrscheinlich International Aerosol Society, vermute ich, den Dechema-Preis, das weiß ich, das ist deutsch, und schließlich nun heute eben den Leibniz-Preis. Herzlichen Glückwunsch, Herr Mädler.